Und damit hallo und willkommen, Freunde der Spielkultur, zu Theme Hospital von Bullfrog Production 1997. Und damit starten wir ein bisschen hier in unsere kleine Retro-Runde, weil ich mitten in der Nacht nicht schlafen kann und gedacht habe, dann spielen wir einfach mal Theme Hospital, beziehungsweise ich zeige davon ein bisschen. Ja, Theme Hospital Simulation, wie gesagt, 97, als Bullfrog und Peter Molyneux noch richtig gute Spiele gemacht hat. Eine der besten Ärzte-Simulation aller Zeiten, würde ich mal sagen. Na? Klappt es, wie es soll? So, ich musste mal eben kontrollieren, ob der auch wirklich aufnimmt. Er tut es natürlich. Ist bei so alten Spielen immer mal gefährlich, dass es nicht funktioniert. Ich hatte eigentlich schon ein bisschen gespielt, aber wir starten mal einfach ein neues Spiel. Weil, damit ihr den ganzen Wahnsinn von Anfang an von dieser wundervollen Ärzte-Simulation sehen könnt. Bing, bing. So, wir sind Doktor, es ist nicht mein erstes Spiel. Wir wollen keine Low-Res-Geschichten haben. Dann sind wir hier auf diesem wunderschönen Spielbrett der früheren Animationskunst, wo wir in die erste Mission reinfliegen. So, welcome to your first hospital. Get the place up and running by placing a reception desk, building a GP office and hiring a receptionist and Doctor, then wait for some business to come along. Also, ich soll auf jeden Fall eine Rezeption aufbauen. Ich soll, also ich mache das alles schon alle sehr standardisiert, weil das vergisst man wirklich nicht, dass man halt hier, dann baut man hier ein GP-Office, was ja eigentlich sowas ist wie ein Analyse, also das grundlegende Aufnahme-Analyse-Zimmer für Patienten. Wo mir direkt gesagt wird, aber du brauchst auch einen Doktor dafür und der muss nichts Spezielles können. Das ist halt so ein ganz normaler Doktor hier. Können wir ihn hier reinsetzen und dann lungert der da rum. Ich habe den Gamespeed auf Slowest, ist auch richtig so. Solange ich übrigens diese Pfeiltaste nicht drücke, beginnt das Spiel nicht. Das ist eine Build-Time, sowas sagen wie No Rush. No Rush-Situation. Weil wir müssen jetzt auch ein Reception noch bauen, dann eine Drink Machine auf jeden Fall, Radiatoren, also Heizung mache ich immer später, damit meine Leute alle nicht frieren müssen so extrem. So, da muss man halt noch so ein paar Benches bauen, damit sich die Leute auch irgendwo hinsetzen können und dann setzt man die Rezeption nach vorne. Jetzt gucke ich aber gerade, da ich nichts versperre. Und da brauchen wir auch so eine Rezeptionistendame. Und das Ziel dieses Spiels, also jeder Runde, ist entweder was Bestimmtes zu heilen oder eine gewisse Anzahl von Patienten zu haben und eine gewisse Value. Das ist schon alles so ähnlich wie in Theme Hospital es damals war. Ah, schreib mir doch nicht so ins Ohr rein. Deshalb läuft das eigentlich meistens genau auf solche Geschichten also hinaus. So. Das wird an Benches wird das reichen. Jetzt kann man direkt weitere Rooms aufbauen. Zum Beispiel General Diagnostic. Na. Ein Hoch auf die frühere Steuerung. Wo ich mich gerade frage, warum muss der denn so groß sein? Eigentlich muss der auch gar nicht so groß sein. Was setzen wir denn jetzt dann hier hinten hin? Wenn man Räume auch größer macht, dann fühlen sich die Ärzte besser. Das ist eigentlich richtig cool gewesen damals.
Weil machst einen riesen Raum, machst da irgendeinen scheiß Arzt rein, dann sagt er direkt, boah, ich bin der größte Arzt auf der Welt und wird halt nie unzufrieden. Weil die natürlich auch so eine Art Moral haben. So, jetzt machen wir nochmal die schönen Sachen, wie hier den Psychodoktor. Als Diagnoseraum. Ja, hätte man bestimmt besser lösen können. So. Dann kriegt er eine Couch. Daneben kann der Doktor sich hinsetzen. Jetzt wird gesagt, ich baue auch noch einen Doktor mit einem psychologischen Profil. Also der Psychiater ist. Sehen wir jetzt hier an diesen Spezialgeschichten. Und dementsprechend können wir halt auch die Leute später untersuchen. So, Inflation ist auch ein Behandlungszimmer. So. Gehen wir hier einen hoch. Da werden nämlich die Leute später die bringen die Köpfe zu platzen oder sowas war das. So, und Pharmazie, da kriegen die Medizin verabreicht. Das setzen wir mal hier hin. Na, das muss auch nicht so groß sein, da sitzt auch kein Doktor drin, sondern eine Schwester. Und sonst sitzt da keiner drin. Jetzt können wir nochmal eine Schwester einstellen, wie ich gesagt habe. Die muss hier rein. Ich glaube hier im Inflator, da muss glaube ich auch ein Doktor rein. Wenn jetzt ein Doktor zu viel habe, ist auch kein Problem. So, setzen wir den hier rein. Dann können wir nochmal gucken. Jetzt können wir noch einen Wart bauen. Ein Staff Room brauche ich auf jeden Fall nachher noch. Und ich kann natürlich den Wart, was also nichts anderes als, wie soll man sagen, Bettenklinik. So, dann setzen wir hier vorne die Rezeption hin. Da können wir ein Bett hinhauen. Na. Obwohl ich nie drauf kommen würde, dass Wart die Übersetzung ist hier für Krankenstation oder Betten oder was auch immer für eine Station ich das nennen soll. Hier muss auch eine Schwester rein. Jetzt brauchen wir nur noch die Toiletten und den Staff Room, damit die Leute auch nicht sich in die Hose machen. Den machen wir auch mal in klein. Hier können sich nämlich dann meine Angestellten ausruhen. Was ich hier nie verstehen werde, ist, warum das mit den Sitzen hier so gemacht wurde. Weil wenn ich jetzt hier die Couch schon setze, kann ich unten keine Couch mehr hinsetzen. So. Ein Fernseher. Pflanzen brauchen die jetzt nicht. Hauptsache, sie können sich hinsetzen, dann sind sie eigentlich schon meistens zufrieden. So, jetzt brauchen wir nur noch die Toiletten. Bam, 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 bam. Dann gibt's hier das Becken zum Händewaschen nie vergessen. Und hier ist auch wieder doof, dass wir... Hier ist auch wieder doof, als wenn hier alles im Spiel doof wäre. Dass man hier nur direkt an die Wand bauen kann. Also nur so, man kann jetzt nicht hinten an die Wand. So, jetzt können wir noch mal ein paar Benches holen. Da kann man nämlich genau sehen, wo gerade die Leute darauf warten, bedient zu werden. Und jetzt holen wir noch Radiatoren. Beziehungsweise Heizungen. Weil sonst frieren die Leute. Also nicht nur die Leute, sondern auch ich friere oder meine Angestellten frieren. Und das will ja auch keiner. Dann kann man hier so schön auf die Übersichtsmap gehen. Kann hier schön die Heizung ein bisschen aufdrehen. Übrigens eh günstiger als weitere Heizung zu setzen. So, jetzt habe ich nämlich gesehen, es fehlt mir jetzt höchstens hier unten noch ein bisschen Wärme. Dann ist alles abgedeckt. Sehr schön.
So, dann können wir auch schon starten. Können auch direkt die maximale Geschwindigkeit einstellen, weil eigentlich ist die Mission so schon geschafft. Da kommt die erste Patientin, die geht zum Doktor rein hier vorne, geht erstmal auf den Stuhl, erzählt, ah, mir geht's nicht so gut, dann gibt die schon die ersten 100 Dollar an mich. So, und jetzt wird die hier hinten im Analyseraum, wird eine Diagnose erstellt, nachdem sie sich auszieht. Zahlt wieder Kohle, geht wieder zum normalen Doktor, der dann sagt, alles klar, nochmal 100 Dollar und jetzt kann sie die Medizin nehmen, die sie heilen wird. Und hier unten ist jetzt nämlich die erste Krankheit, die ich gefunden habe. It's uncommon cold. Also undefinierbare Kälte, oder? Common? Naja. Es gibt auch später Invisible Krankheit. Und das sind die Leute hier mit dem dicken Schädel, die sind nämlich auch, die kommen nämlich hier in diesen Behandlungsraum später. Da wird der Schädel aufplatzen. Hier, neue Krankheit. Ah ne, TV-Personalities. Wegen schlechten Fernsehprogrammen denkt man irgendwann, man ist in diesem Programm drin oder man ist Personen aus diesem Programm. Das steht jetzt nicht so wortwörtlich hier. Aber so in etwa soll es sein. Und dann müssen die nämlich zum Psychiater. Wo die hier gerade wartet. Da fällt mir gerade ein, mir fehlt noch eine wichtige Sache. Und zwar habe ich keinen Hausmeister eingestellt. Hier nehmen wir auch lieber den Besten der Besten. So, und da ist der Squiz. Die Squids sind nämlich genau die mit den dicken Köpfen. Da läuft er rum. Jetzt geht er erstmal zum Psychiater, weil die Ärzte schicken die eigentlich durchgehend hin und her von A nach B, damit an irgendeiner Ecke hier Geld generiert wird. Und zum Glück ziehen sie sich auch trinken, das bringt auch Geld. Und jetzt wird er hier bam. Und dann wird er wieder aufgeblasen und dann ist der fertig. So, und dieser Hut hier bedeutet für uns, dass jetzt ein VIP eingeladen werden kann. Wenn dem das gefällt bei uns im Krankenhaus, dann gibt er uns Kohle und unterstützt uns. Und wenn nicht, dann nicht. Dann würden wir halt Patienten verlieren. Beziehungsweise unser Krankenhaus verliert an Attraktivität. An Reputation wäre es in dem Fall hier unten. Drug Casebook. Hier sehen wir übrigens die Chance, wenn wir denn irgendwas heilen müssten, hier die Invisibilität, Uncommon Cold, das sind die ganzen Krankheiten, die ich schon entdeckt habe. Da sind auch welche dabei, glaube ich, die ich aus dem anderen Spiel schon hatte. Und da kann ich auch angeben, wie viel kostet es denn, die zu heilen bei mir. So, Premiership. Oh, 54%. Ja, dann muss ich den heimschicken. Das sind nämlich hier diese Invisible-Patienten, aber ich habe keine Möglichkeit, im Moment bessere Diagnoseräume zu bauen, weil ich habe alles, was in dieser Mission möglich ist, schon aufgebaut. Dann gibt's natürlich Research irgendwann. Dafür muss man halt so eine spezielle Geschichte aufbauen, so eine Research-Bar. Und dann sehen wir halt auch, ob den Leuten warm oder kalt ist bei uns, hier, ob die durstig sind oder ob die glücklich sind, dann wie viel Progress wir haben, also Leute gerettet haben. Tote sind ganz schlecht in Krankenhäusern. Können wir mal eben hier in die Übersicht gucken, ob die alle glücklich sind mit ihrem Geld. Aber sieht sehr gut aus, bis auf dem Hausmeister. Der will ein bisschen mehr Geld verdienen, dann geben wir denen auch ein bisschen mehr. So. So, jetzt sehen wir dem Footballer, der hier bei uns war und sich das Ganze anguckt hat, der VIP, dem hat das alles gefallen, da haben wir 800 Punkte bekommen, beziehungsweise 800 Credits. Bankmanager. Ach so, hier kann ich Kredite aufnehmen, das habe ich noch nie gemacht in dem Spiel. Und beziehungsweise du kannst auch andere Hospitals aufkaufen anscheinend. In der Übersicht hier kann man eigentlich auch, weitere Gebäude kaufen.
Jetzt sehe ich gerade, der Hausmeister kommt seiner Arbeit nicht vernünftig nach. Da muss ich noch einen weiteren einstellen. Oh, der ist so angepisst, dass der nicht mehr weiterarbeiten will. Ja, wir brauchen mal ein paar mehr Doktoren. Weil sonst können die einen sich halt nicht ausruhen, während die anderen arbeiten. Wir hören halt die Durchsagen, dass die wirklich darauf bezogen sind, dass in irgendwelchen Räumen keine Doktoren mehr verfügbar sind. So, neue Krankheit. Hept Pilz. Standing around by water coolers. Oh. So, das Jahr ist rum. Übersicht erinnert uns auch an Seam Hospital. Können wir nämlich sehen. Hall of Fame. Und jetzt kommt von den konkurrierenden Krankenhäusern, welche am reichsten sind, High Salary, wie viele wir gecured haben, also geheilt haben, wie viele gestorben sind, die meisten Besucher und die Total Value. Und da bin ich natürlich am besten oben dabei, weil ich einfach schon so viele Behandlungsräume habe. So, und dann gibt es nämlich hier noch Urkunden, die man jedes Jahr kriegen kann. Und dafür kriegt man auch Cash-Bonus oder Trophy with the Best Reputation im letzten Jahr oder dass keiner gestorben ist oder alles Mögliche. Und jetzt haben wir nämlich die erste Mission schon geschafft. Das erste Level. Und jetzt kann ich nämlich sagen, ja, wir wollen auch am Sleepy Hospital arbeiten und damit haben wir direkt schon die erste Mission geschafft. Weiter geht's. Weiter zur Mission 2. Hängt da? Nein. So, jetzt müssen wir eine Reputation von 300 kriegen und eine Bankbalance auf 10.000 plus 40 Leute heilen. Das erste, was wir wieder machen, ist die Geschwindigkeit runterstellen auf Slowest, weil dementsprechend auch die Bauzeit reduziert wird. So. Machen wir erstmal Diagnoseräume. Was eigentlich auch eine ganz gute Geschichte ist, beziehungsweise eine gute Trickserei ist, wenn man am Anfang schon zwei Diagnoseräume baut. Na, sagen wir, das ist keine Trickserei, das ist einfach vorausplanen. So, General Diagnostics. Piu, piu. Ach ja, der Soundtrack entspannt einen so. Bip, 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 bip. Ich baue es gerade ein bisschen anders mal auf als vorhin. Was man vor allem daran merkt, dass ich keinen besonderen Rezeptionsbereich einräume. Die können sich nachher alle hier drin verteilen. Da mache ich hier alles an die Seite. So, Pharmazie. Na, komm. Nee, weißt du, was ich hier hinten hinsetze? Da setze ich den Wart rein. Na? Verflucht seist du. Man muss sich immer dran gewöhnen. Wenn man ja DOSBox spielt, dann ist das immer schwierig. Das habe ich auch schon mal bei SimCity erwähnt. Daran wird sich aber keiner erinnert haben. Also beziehungsweise das wird wahrscheinlich keiner mitbekommen haben, dass es einfach dann mit der Maussensitivität immer so schlecht behangen ist. So, das ist das. Jetzt können wir hier sehen, hier gibt es nämlich Bereiche, die kann ich kaufen. Dann kann ich durch mein Hospital erweitern. Psychiatrie habe ich. Hier ist das Research Department.
So, jetzt müssen wir mal gucken. Vielleicht kriege ich es gerade noch hin, das hier aufzubauen. Obwohl das Mist ist. Na, vielleicht passt das noch dahin. Und ob das passt, ist fragwürdig. Weil teilweise gibt es Räume, da wird gesagt, okay, das passt jetzt. Und in Wirklichkeit passt das gar nicht. Aber wir werden uns erstmal jetzt darauf konzentrieren, dass wir hier nochmal einen Stuff Room aufbauen. Weil dass die sich erholen, also dass meine Mitarbeiter sich erholen können, ist wichtiger als der Researcher erstmal. So, in der Theorie sollte es genau passen. Ah, okay, wenn ich es so setze. Ha, super. Ja, dann stellen wir mal Ärzte ein. Dr. Watson. Macht auch Forschung. So, dann haben wir hier einen Psychiater. Noch mehr Psychiater. Ich will aber nicht lauter Psychiater. So, dann können wir hier noch eine Schwester einstellen. Ach, verdammt. Wir müssen auch eine Rezeption noch aufbauen. Machen wir erstmal vor jeder Türe eine Bank. Und auch aufgefallen, was noch fehlt, eine Toilette. Auch unpraktisch gerade. So. Rezeptionistin gibt es nur eine. Hausmeister gibt es theoretisch drei. Dann können wir da noch eine Schwester reinsetzen. Da oben brauchen wir noch einen Arzt. Scheiße, dass die Psychologen, die kosten halt eine ganze Menge. So, dann kommen jetzt erstmal die ersten. Dann können wir auch wieder Speed geben. And then some more. Oh, wann? Wann man jemanden zurück... Finde ich super, dass man hier einstellen kann, wann man jemanden zurückschicken kann. Aber... Man kann hier nicht einstellen, also beziehungsweise man sieht nicht den genauen Prozentwert. Okay, das dürften jetzt 90 sein, aber ich würde mal sagen, so ab 85 sollen sie mal ruhig losziehen. So, ich hoffe, ich kann jetzt schnell genug Geld generieren. Aber mein richtiges Problem ist gerade, da ich keine Heizung habe im ganzen Laden. So. Aber ich glaube, ich kann noch welche gebrauchen. Na, geht doch.
So, Gudrut. Ah, das hat wieder Geld gekostet. Ich habe zu viele Leute auf einmal eingestellt, aber vielleicht mit etwas Glück. Sleeping Illness. Dass die außen rumlaufen, ist vielleicht auch nicht das Beste. TV-Personalities. So, ich generiere weiter Kohle. Geld, 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 Geld. Psychiater, ey, der kassiert richtig schön Asche. So, jetzt kann der VIP auch gerne kommen. So, jetzt haben wir was Neues erforscht, nämlich den Slicer. Kann man hier schon mal zeigen. Da. Slack Tonsch Klinik. Tonsch Slicing. Das ist für Leute, die die Zunge so raushängen haben. Bap, 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 bap. Wobei meckert er? Watch out, we've got a VIP in the building. Na? Jetzt seid doch nicht unglücklich alle. Ihr bekommt einfach alle ein bisschen mehr Geld. Ach nein, verdammt, jetzt hat einer gekündigt, oder? Das kann er mir noch nicht antun. Toller. Tolle Wurst. Oder sind die gerade in Pause einfach und deshalb werden die über... Das kann doch gar nicht sein. Nee. Gucken wir mal. Ein Doktor. Zwei Doktor. So, wir brauchen eine Nurse, die hier hinten arbeitet. Müssen wir heimschicken bei 30%. Wir brauchen hier vorne auf jeden Fall auch wieder einen Doktor. Die waren leider ein bisschen unzufrieden mit meinen... Achso, dem Stuff ist zu kalt. So, es werden auch... Übrigens, jetzt haben wir ja hier auch den Research und darüber werden halt, ja, wie soll man sagen? Ja, die Drugs werden verbessert, dann gibt es halt Improvements, Spezialisierungsgeschichten oder Cure-Equipment, also zum Heilen. Das Equipment wird halt immer weiter verbessert. Läuft aber automatisch im Hintergrund auch sehr ähnlich wie in Steam Hospital. Aber ist ja auch von derselben Schmiede. Bullfrog hat ja auch Steam Hospital damals gemacht. Ja gut, jetzt haben wir einen Psychologen da unten. Jetzt scheinen alle sehr fit zu sein. Ich habe sehr viele Doktoren. Ach, und wir brauchen auch noch Drink Machines. Toll. Wo wir bei der witzigsten Sache sind, wo ich mich gerade fragen muss, wie ich damals nochmal hier Sachen abreißen konnte. Ach so. So, nehmen wir noch einen zweiten Hausmeister mit. Jetzt habe ich zu viele Doktoren plötzlich.
Nein, ab nach Hause mit dir. Bei 50% Chance, wenn er mir stirbt, ist das einfach super mistig. Du. Was kostet mich eigentlich hier das weitere? 5500. So, dann kaufen wir das mal auf. Dann können wir nämlich hier die Toiletten bauen. Toll, oder? Dafür baut man den Kram. So, das erste Jahr ist rum. Kriegen ein bisschen Bonus-Cash. Bisschen Bonus-Reputation. Ah, so baue ich auch neue Sachen rein in die einzelnen Dingern. Lala. Haben wir nämlich richtig schön Kohle bekommen, da können wir nämlich auch weiter ausbauen. So, dann brauchen wir eine Drink Machine und Heizung. So, ein VIP kommt. Dann komm doch. Wäre schon wieder alles unglücklich wegen Bezahlung. Zweite Mission geschafft. Alles klar. Und dann geht man wieder ein Feld weiter. Bis man irgendwann alle Krankenhäuser durch hat. Und es ist immer wieder was anderes zu tun. Jetzt ist das natürlich hier schon ein bisschen umfangreicher, komplexer. Und man baut halt wieder von null auf. Und so weiter und so fort. Und damit sage ich mal, würden wir jetzt eigentlich das letzte Retro wieder beenden. Ja, das war Steam Hospital, meine Freunde. Damit bin ich groß geworden. Das habe ich gespielt bis zum Erbrechen als Jugendlicher, als Kind. Als Kind, muss man schon sagen. Und, ja, vielleicht hat es euch gefallen. Steam Hospital kann man im Moment bei GOG.com auch noch kaufen. Das läuft unter DOSBox. Es gibt aber auch ein, ich glaube, ein Remake, eine Free-Remake-Version, die das Ganze unter Windows, Vista und so weiter direkt zum Laufen bringt. Die habe ich jetzt hier speziell nicht gespielt, weil ich habe es bei GOG.com eh gekauft gehabt, was letztens im Angebot war. Und dementsprechend war mir das naheliegender. So, ich gucke raus, die Sonne geht auf, der Zeitpunkt für mich schlafen zu gehen. Bis dann, Freunde der Spielkultur. Ciao!